Schlechte Neuigkeiten. Sie mochte die Blume nicht. Sie ließ sie links liegen. Aber Prudence war sich sicher. Ich wusste, Myriam ist nicht der Typ für Blumen. Ich nehme mich dieses Rätsels selbst an, Norris. Na gut, aber sie darf dich nicht sehen, sonst hält sie mich für sonderbar. Du bist auch ein bisschen sonderbar. Mein Gott, du bist eine Franzose, recht hat nicht. Wow. Spaß, Spaß, Jungs und Mädels. Ja, hätte ich aber auch nicht gedacht, weiß nicht. Nicht alle Frauen stehen auf Blumen, nicht alle. Ja, Mann. Aber links liegen zu lassen ist auch einfach, ja. Unfreundlich. Ja, Mann. Können wir ein paar Pelze mitnehmen. Die bringen dann auch Geld irgendwann mal. Auch wenn ich die jetzt die Sachen, die ich jetzt habe, nicht verkaufen möchte, bevor ich nicht ja, die abgeliefert habe. Nicht, dass ich wieder so viel sammel und dann irgendwie verkaufe und im Nachhinein brauche ich das doch noch. Aber wie weit ist denn das entfernt? Ist ja Schwachsinn. Also behalten wir alles. Wir kriegen ja auch so genug Geld. Unter anderem durch die Assassin-Mission, die sie da erfüllen. Plus, wir brauchen eigentlich gar kein Geld, gerade so. Boah, wie weit ist denn das weg? Unentdeckt vorgehen? Was macht's? Sie haben mich gesehen, glaube ich. Ja. Übelster Flashback. Messer brauchen. Diese Klinge ist ziemlich stumpf. Was machst du denn da? Nix. Wo kann ich mich teleportieren? Wahrscheinlich nicht, wa? Wollen wir mal mit dem Pferd reiten? Ja, ruhig. Ich mach doch gar nichts. Jetzt beweg dich! Alter, es steckt fest. Ja. Alter. Jaul nicht. Reite. Okay, dann nicht. Wenn du da nicht runterspringst, dann laufe ich eben. Beschissenes Dreckspferd. Geiler Move, Connor. Dann laufe ich eben den Rest, mein Gott. So langsam ist Connor nun auch wieder nicht. Ja, war ja auch irgendwie klar, sie jagt gerne und so weiter, ist ein toughes Jägersbrot, war ja klar, dass sie irgendwie irgendeine Waffe oder irgendein neues Messer oder sowas bräuchte. Nicht Blumen, ja, wie gesagt, nicht alle stehen auf Blumen, aber so das links liegen zu lassen, richtig unfreundlich und alles, das ist nun auch nicht die feine Art.
Norris, ich habe mich umgesehen. Und anscheinend braucht sie ein neues Jagdmesser. Iris hat schon bessere Tage gesehen. Ah, oui. Das scheint schon eher zu ihr zu passen. Ich denk drüber nach. Merci. Kein Problem, Norris. Kein Problem. Zack, zack, zack. Zack, zapp, zapp, zapp. Oh, interaktives Gespräch. Können wir gleich mal machen. Norris, wie läuft's in der Mine? Ist da was, was deine Mühe wert ist? Auf jeden Fall. Kupferkörner. Und zwar in rauen Mengen. Exzellent. Das freut mich. Ich wollte dich mal was fragen. Ist Norris ein französischer Name? Mein Name ist nicht Norris, sondern Maurice. Aber du sagtest... Naja, als ich in Boston ankam, nannte mich jedermann nur Norris. Und ich war es leid, sie die ganze Zeit zu korrigieren. Kurz bevor ich dich traf, sprach ich mit einer Frau in einem Pub. Und sie sagte, sie mag den Namen Norris. Also entschied ich, ihn zu behalten. Wäre es dir lieber, wenn ich deinen echten Namen benutze? Non. Alle kennen mich hier als Norris, inklusive Myriam. Namen ändern sich, aber die Menschen bleiben dieselben. Ist es nicht so, Connor? In der Tat. In der Tat. Ja, der hat recht eigentlich. Oh. Hier ist schon wieder eine... Es nimmt gar kein Ende hier. Bams! Ja, was? Na, was? Ja. Na komm. Haben wir das auch geschafft? Wir brauchten das doch sogar für die Bärenfüllmütze, oder? Kann man die sich aufsetzen? Das wäre so geil. Das wäre so geil, wenn man die sich auch noch aufsetzen könnte dann. So, Moment, warte mal. Sind die eigentlich noch in den Aufträgen oder ist es vorbei? Nee, er ist vorbei, er ist auch. Ja, er ist alles klar, alles fertig. Alle fertig. So. Ja, das können wir, wie gesagt, das kann man ja gerne mal machen und nebenbei, warum nicht? Weißt du? Kriegen wir halt fürs Nichtstun Geld und ja, Vorräte und so weiter. So, super. Donner? Rohmaterial. Brauche deine Hilfe. Zu moi. Na klar. Ein Messer aus Stahl für sie anfertigen. Ich weiß, wo es Eisenerz gibt. Doch leider gehört die Mine den Engländern. Und? Wird der Abbau lange dauern? No. Ein paar Sprengungen und ich habe, was ich brauche. Doch du musst für mich Wache stehen. Ich erwarte dich an der Mine. Es ist nicht weit, gleich hinter dem Gelände. Okay, was wohl... Norris im Grenzland... Achso, Norris im Grenzland. Norris im Grenzland treffen. Dann machen wir das doch mal. Das kann ja echt noch, das kann ja echt noch ein paar Stunden gehen, ne? Bis wir das Let's Play beenden. Das Hauptspiel. Es kommen ja noch die DLC. Die ich auch machen werde, auf jeden Fall. Kommt drauf an. Ich weiß nicht, wie viele es kommen. Auf jeden Fall erstmal dieser Washington DLC. Und, ich denke noch bestimmt ein, zwei, Singleplayer-Dinger kommen noch da. Mal sehen.
Komm, Connor. Komm, lad schneller. Spiel, lad schneller, bitte. Schnell, 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 schnell. Schnell, bitte, schnell. Schneller, schneller. Schneller. Los, mach doch mal jetzt. Alter, wie lange lädt denn das? Mir wird schwindelig. Okay, wo wartet der denn genau? Ach, du Scheißendreck. Es kann ja nur das sein denn, oder? Ach, du Scheißendreck. Schläger von Boston. Was ist denn Schläger von Boston wieder? Ach, du Scheiße. Müssen wir jetzt bis dorthin, oder was? Das muss da irgendwo... Muss da irgendwo eine Möglichkeit geben, wo wir Schnellreise machen können. Machen wir dahin. Das ist auch die Bärenmission, die Bärenjagdmission. Ein Schwein. Ein dickes Schwein. Ja, nehmen wir mal die Feder mit, wenn wir sie bekommen. Ich weiß ja nicht, ich weiß, dass man ein Kostüm bekommt, aber ich weiß nicht, ob ich da, ich weiß nicht, sollen wir da auch alle Federn sammeln? Ich habe keine Ahnung. Also erstmal nicht, erstmal machen wir wirklich das, was wichtiger ist. Wenn ich jetzt so eine auf dem Weg mitnehmen kann, kann ich das gerne mal machen. Aber sonst, warte mal, das waren doch auch schon wieder so komplizierte teilweise, oder? Ich warte mal. Bams! Alter, wenn die jetzt Stress wollen, Na, kommt her! Was mach ich da? Moment! Bams, Kavams, Junge! Erstes tot. Ist voll geil mit dem Seil, da kannst du auch die Großen einfach so aus dem Konzept bringen, sozusagen. So, reicht. Gucken wir mal weiter nach der Feder. Da oben ist sie. Ja. Von dort aus, von dem Baum. Von dem hier, ja. Nee. Hä? Und wie kommt man darauf jetzt? Von dem. Kletterst du mal darauf? Ein Stück schon wieder.
Hui! Haben wir sie. Ja. Leute, ich glaube, es ist doch ein ganz guter Moment, jetzt hier aufzuhören. Ich habe jetzt genau 10 Parts aufgenommen am Stück. Das reicht dann doch erstmal. Ich höre jetzt hier auf, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt immer noch genauso viel Spaß beim Let's Play. Und ja, haut rein. Tschüss.